Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch für die Gelegenheit, mit sehr viel frischer Luft und nicht ganz so vollem Raum zu dem Thema reden zu dürfen. Das Thema Wolf und der Umgang damit ist, wie wir auch heute schon wieder gemerkt haben, sehr von Emotionen geprägt. Auf der einen Seite von Rotkäppchen über Schauermärchen aus dunklen Wäldern, in die man sich aufgrund der Todesgefahr durch wilde Raubtiere nicht mehr hineinwagen darf, bis hin zu Forderungen, der Wolf solle wieder ausgerottet werden, da er mit der mitteleuropäischen Kulturlandschaft unvereinbar sei, auf der anderen Seite des Spektrums. Bis hin auch zu der Idee, wo der Wolf hin will, müssen Mensch und Weidewirtschaft weichen. Und wir sehen wieder die beiden großen Extreme. Und ich meine, die Wahrheit liegt wie so oft im Leben in der Mitte. Und da ist auf der einen Seite, Artenvielfalt, die natürlich auch etwas damit zu tun hat, auch wieder Arten zuzulassen, die schon lange Zeit nicht mehr in Mitteleuropa gelebt haben. Aber auf der anderen Seite eben auch der Schutz von Weidetieren. Und Tierschutz ist eben auch der Schutz von Weidetieren und der Schutz von Kulturlandschaften, Stichwort Hutwälder, Trockenrasen und dergleichen, die natürlich auch nur dann gedeihen können und auch nebenbei gesagt ökologisch wertvoll gedeihen können, wenn es eben Weidewirtschaft gibt und wenn es auch Weidewirtschaft mit alten, angestammten Arten gibt, die natürlich vor dem Wolf geschützt werden müssen. Und ich will sagen, natürlich wollen wir Trockenrasenlandschaften. Die sind von hoher Biotopwertigkeit. Wir wollen auch, dass beispielsweise auf Deichen, die vor Hochwasser schützen, weiterhin Schafweiden aktiv sein können. Und insofern ist es kein Zufall, dass die beiden Anträge, die wir heute hier in zweiter Lesung beraten, uns nun im parlamentarischen Ablauf bereits seit Anfang 2020 begleiten, also gut 2 Jahre. Sie haben ja die Berichterstattung aufmerksam verfolgt und die Anzahl der Beratungen registriert. Das Resultat dieser ausführlichen Beratungen ist heute hier Gegenstand der zweiten Lesung. Und über den Antrag der AfD möchte ich eigentlich nicht weiter reden, denn außer, liebe Landesregierung, setzen Sie sich mal beim Bund ein, dass man sich bei der EU einsetzt, steht da aus meiner Sicht nicht viel Brauchbares drin. Und deswegen sind wir die Empfehlung, den Antrag abzulehnen, mitgegangen. Der Antrag der CDU in seiner geänderten Fassung in Drucksache 7434 ist auch noch nicht gänzlich gut, aber aus unserer Sicht ein Schritt in die richtige Richtung. Sie fordern, auf allen politischen Ebenen darauf hinzuwirken, dass unter Berücksichtigung der deutschlandweit steigenden Wolfspopulation der Schutzstatus des Wolfes überprüft und gegebenenfalls angepasst wird. Entschuldigung. Dieser Punkt ist prinzipiell richtig, aber Prüfaufträge helfen auf kurze Sicht eben auch bloß niemandem. Die Forderung, sich dafür einzusetzen, dass auf Basis der von der EU vorgegebenen allgemeinen Parameter für die Bewertung des günstigen Erhaltungszustands wissenschaftsbasiert der Erhaltungszustand der Wolfspopulation in Deutschland spezifiziert wird. Naja, dazu dieselbe Aussage. Prüfaufträge helfen auf kurze Zeit, aber niemanden und auch nicht bei dem schönen, ausdrucksstarken Deutsch. Die nächsten beiden Punkte, römisch 2c und d, sind die Forderungen, weswegen wir als FDP diesem Antrag heute zustimmen werden. Wir brauchen eine landesrechtliche Regelung zur etwaigen Bestandsregelung und Entnahme von Wölfen in Thüringen. Der Wissenschaftliche Dienst des Landtags hat ja in seinem Gutachten auf Antrag der FDP hin erläutert, wie dieses Vorhaben rechtssicher zu bewerkstelligen ist. Und wer dieses Gutachten aufmerksam gelesen hat, sieht eben, dass es auch eine schwierige Rechtsmaterie ist. Wir als Liberale befürworten weiterhin die Aufnahme des Wolfs in das Jagdrecht, kombiniert mit einer entsprechenden Regelung zu einer Schonzeit. Das Thema Herdenschutz und Auswirkungen auf Weidetierhalter wird uns aber über den heutigen Tag hinaus noch lange und oft beschäftigen, demnächst übrigens im Rahmen einer Anhörung. Die FDP stimmt dem Antrag der CDU zu, sieht aber auch, oder wir nehmen aber auch die Bedenken ernst, die aus den Reihen von Jägern kommen, die Sorge dafür haben, dass sie
bei einer Übernahme in das Jagdrecht haftungsrechtlich den schwarzen Peter haben könnten, nämlich genau dann aufkommen zu müssen, wenn sie eigentlich die Wölfe gar nicht so jagen können, wie es im Sinne des Haftungsrechts möglicherweise notwendig wäre. Auch da wird noch einige Diskussionen notwendig sein, sodass wir auch in Zukunft an dem Thema dranbleiben mit der gebotenen Ernsthaftigkeit und vor allem mit Maß und Mitte. Ich danke Ihnen.